So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin hier mitten in der Prärie. Guckt euch das mal an. Hab ich gerade gesehen. Da ist einfach so ein Ding. Da sind so Bänke drum. Sieht es nicht herrlich aus? Ansonsten könnte man denken, ich bin mit einer Tourin gerade wandern hier irgendwo im Wald, am Waldesrand. Da drüben steht nämlich noch eine Bank und so weiter. Wir möchten aber eine Forschung machen. Mal gucken, ob ich hier runterkomme. Oh mein Gott. Das Feen-Event hat begonnen in Pokémon Go. Es gab wieder ein Ticket, ich glaube für 2,49. Irgendjemand hat mir das Ticket geschenkt, ich weiß aber nicht wer. Ich weiß, dass Sarina das Raid Day Ticket geschenkt hat. Das ist aber erst morgen. Heute ist Samstag, wo ich das aufnehme. Ich habe diese Ticketforschung, ich habe im Tagebuch aber nichts gefunden. Ich habe keine Ahnung, wer das Feen-Ticket gesponsert hat. So, die Bank ist auch nicht gesponsert, die sieht nämlich normal aus. Jetzt wollen wir euch trotzdem aber mal zeigen, was für Aufgaben dabei sind beim Feen-Ticket. Es gibt auch wieder Sammlerherausforderungen und den ganzen Bums. Feenhafte Träume, Feenstaub 1 von 2. Fange 20 Pokémon vom Typ Fee, drehe 20 Pokestops, verdiene 3000 Staub, brüte ein Ei aus und da sind schon direkt zwei Premium-Kampfpässe dabei, was ich sehr gut finde. Falls irgendwann mal wirklich eine fette Raid-Tour geplant ist oder so, mal mit einer Gruppe zusammen irgendwie unterwegs ist, raiden kann, ist das bestimmt gut, wenn man da ein paar Pässe auf der Hand hat. Hier unten habt ihr noch die Sammler-Herausforderung, da müsst ihr wieder was fangen, auch was entwickeln. Und hier habt ihr eine Schlüpf-Herausforderung. Gab's das schon mal? Ich weiß es gar nicht. Da gibt's auf jeden Fall auch hinten noch ein paar Pokémon, die dann rauskommen. Brüten wollte ich eigentlich nicht. Jetzt muss ich's wohl doch. Das heißt, was brauche ich? 2 Kilometer Eier? 7 Kilometer Eier? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier stehen die restlichen Boni dazu. Das Eierlei-Zugang-Ticket ist noch aktiv. Das heißt, ich kriege jeden Tag eine kostenlose Brutmaschine, die wir dafür nutzen können. Wir stehen jetzt hier irgendwo am Arsch der Welt. Ich würde sagen, oh, eine gelbe Arena. Was ist das? Graffiti-Pirat, ja, dann ist es ja gar nicht so weit, der Arsch der Welt, sondern nur so am Waldesrand. Wir werden ein bisschen Aufgaben lösen, gucken, ob wir Eier brüten können. Das muss man eh für die Forschung machen und schauen dann, was für Encounter da dabei sind. Wenn wir alles fertig haben, holen wir es ab und dann Dankeschön nochmal an das Ticket. Wer das gegönnt hat, schreibt es mal bitte in die Kommentare, denn ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Mein Buddy heißt Blood in Tears, weil die das Raid-Ticket gegönnt hat. Aber das ist, glaube ich, nicht von ihr. Oder vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ehre, wem Ehre gebührt, ich weiß es nicht. Wenn ich es rauskriege bis zum Ende, dann werde ich es auf jeden Fall noch erwähnen. Wir werden jetzt auch mal das Waumball hier andrücken. Bevor ich nämlich jetzt gar nichts fange, werfe ich wenigstens einen Ball auf das Waumball, nehme das mit. Und das ist dann das Einzige, was ich hier mache. Jetzt ist es rausgekommen. Guck mal, hier liegen überall Tanzzapfen. Könnt ihr dem Weg folgen. Den Tanzzapfen entlang. Und habt hier nochmal ein Stromhäuschen. Wuhu! Mit einem Riesenstein daneben. Und einem Bauzaun. Ja, ich bin schon wieder mit dem Auto unterwegs. Schande über mein Haupt. So, wir sind zurück am nächsten Tag. Ich habe gestern irgendwie, sind wir extra nochmal zur Mutter gefahren. Habe ich das Gotcha vergessen. Habe ich das Go++ vergessen. Habe ich die ganze Zeit nichts machen können. Ich dachte, das passt. Durch Meiningen fahren, das macht die Aufgaben fertig. Durch Hildburghausen fahren, durch Hessberg fahren, auf Rückweg hin und her. Haben sogar noch einen Raid gemacht. Gestern gab es einen, pass auf, einen Hunduster. Einen Krypto-Hunduster spontan unterwegs auf dem Weg zum Essen, zum Chinamann in Hildburghausen. Noch schnell gemacht vor dem Lokal. Hat mir noch gefehlt für eine Raid-Medaille für verschiedene Arten. Aber ansonsten, ja, macht man damit eh nichts. Kann eigentlich weg. Wir wollen aber jetzt die restlichen Sachen abholen. Ich muss ja mir gleich in einer halben Stunde auch in den Fall Guys Stream am Sonntag, mal keine Raids für Zuschauer. Wir haben jetzt hier 4 Pokémon drin, angefangen mit einem Wommel. Wir werfen drauf, wir fangen das ein, wir werden das auch direkt, wir gucken es uns an. Ich hätte jetzt auch den Schnellfangtrick wieder machen können, aber wir haben ja Zeit, wir haben Zeit. Deswegen schauen wir uns kurz das Wommel an. Ist sogar ein 96er mit 3 Sternen. Das ist Fee. Theoretisch könnte man das auch in den Showcase setzen. Hier ist Flauschling drin. Bei Flauschling habe ich es jetzt nicht verstanden. Ich habe ein XXL Flauschling. Aber das scheint trotzdem so schlechte Punkte zu haben, dass es unter meinen allerschlechtesten Gardevoirs ist. Muss man das entwickeln, damit es nochmal bessere Punkte hat? Hat das damit gar nichts zu tun? Das hat jetzt auch nur 2 Sterne. Dann gehen wir hier drauf. Also wir befinden uns immer noch mitten im Fee-Event, ein Parfie. Fangen wir das mal. Ich kann euch dann die Showcases auch mal zeigen. Leider sind die 3 Spots, wo ich immer bin. Ja,
Obwohl, ist ja gar nicht so. Jetzt wollte ich sagen, dreimal gerade war, aber da stand ja nicht mal dabei, was. Man kann ja setzen, was man will. Hauptsache Typ Fee. Das ist ein 98er. Aber ist jetzt auch nicht besonders groß oder irgendwas. Das heißt, man kann alles setzen an Fee, was man hat. Ich habe hauptsächlich dann Gardevoirs aufgehoben, entwickelte, hochgezogene, irgendwas. Die haben aber trotzdem relativ schlechte IV. Und ich dachte, wenn man das austauscht gegen andere Fee, das passt schon. Aber irgendwie sehe ich gerade keinen Zusammenhang. 12, 12, 12, das passt vielleicht auch. Gehen wir nochmal hier drauf. Holen uns jetzt diese zwei Premium-Kampfpässe, die auf jeden Fall immer gut ankommen. Und dann haben wir hier noch Staub verdienen. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000 Staub. Und dann ist das Ding auch schon fertig. Bei uns ist heute Raid Day mit Hisui Donupto. Nebenbei werde ich wieder das Gotcha laufen lassen. Oder halt selbst aus den Raids müsste dann der entsprechende Staub kommen. Das heißt, nach dem Raid Day irgendwann nachmittags kann ich das filmen, wie ich das noch abhole. Und wenn ich jetzt hier auf unsere Showcases gehe, seht ihr, dass da dreimal Gardevoirs sitzt. Erster Platz. Das war das erste, was ich gesetzt habe. Was aber zweiter Platz ist, weil nämlich jemand anderes da noch sitzt, der Apfelbaum mit 700 Punkten, Xerneas. Und ich mit dem Gardevoir nur auf Platz 2, 466 Punkte. Wenn ich jetzt mal hier auf Wechseln gehe, das hat alles nur 400, 300 Punkte. Hier ist es Flauschling. Das Flauschling ist ein XXL. Aber hat gerade mal 300 Punkte. Das ist schade. Ich dachte, so ein Teil, wenn sonst XXL ist, das so fett, dass es über 1000 Punkte erreicht oder irgendwas. Das ist also alles mies. Das ist alles schlecht. Das Ganze ist alles vergessen. Der Apfelbaum wird das Rennen machen mit seinem Xerneas. Ich habe keinen Xerneas. Ich möchte mir jetzt nicht für den Showcase extra eins von einem alten Account rübertauschen. Werde ich halt zweiter Platz bleiben. Vielleicht auch dritter oder vierter. Es hat ja erst angefangen, gestern. Vielleicht werden sich da noch ein paar Leute reinsetzen und ja, keine Ahnung. Ich sammle jetzt auf jeden Fall Staub und dann melden wir uns zurück, wenn wir die ganzen Seiten abholen. Wenn wir das heute Nachmittag machen, vielleicht ist dann was dabei. Und Frage an euch nochmal, bringt es was, wenn ich ein gutes Trassler habe, es aber vor dem Reinsetzen erst entwickelt zu Gardevoir und dann reingesetzt? Hat das dann mehr Punkte? Oder hat das Gardevoir und das Trassler exakt dieselben Punkte im Showcase, wenn es rein um den Typ Fee geht? Das ist mir noch nicht ganz klar. Wir machen den Raid Day, wir melden uns zurück, wenn wir den Rest abholen. Und danke immer noch an Mr. X für das Bereitstellen dieses Tickets. Ich weiß immer noch nicht, von wem es ist. Vielleicht schreibt das ja unter dieses Video. So, wir sind zurück am Montag, ganz frisch. Das wird auch heute noch online kommen, hoffe ich. Da ist die Norma. Wir müssen da jetzt noch einen Teppich abholen. Richtig genial. Jonas schläft. Wollt ihr mal ein aktuelles Bild sehen? Sieht dann ungefähr so aus. Normalerweise lehnt er ja da an und schläft, aber irgendwie, weiß ich nicht, total betrunken guckt er das an, wie der da drin hängt. Ja, der ist halt, der wird halt immer und dann macht er halt jetzt so. So, wir wollen kurz noch Teppich abholen im Norma. Ich möchte den Rest von der Forschung noch zeigen. Von der Feenforschung mit dem Feenticket, wo ich immer noch nicht weiß, von wem ich das hab. Und wir haben noch ein Giveaway. Denn es gab schon wieder so komische Amazon Prime Gaming Codes, wo man wieder ein Sternstück und ein Glücksei kriegt oder irgendwie. Auf jeden Fall ein Glücksei und noch was anderes dazu. Einen habe ich von Genaya bekommen. Den habe ich im Community Tab gepostet am Sonntag. Der wurde auch schon eingelöst. Einen habe ich jetzt hier vom Miku bekommen. Den möchte ich jetzt hier in diesem Video loswerden. Der Miku hat mir das auch nochmal geschrieben. Genau. Enthalten ist ein Rauch und ein Glücksei. Da müsst ihr einfach bei euch in-game im Shop bei Android unten HFURNDSGDHZ4L eingeben und dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Glücksei und einen Rauch, aber nur der erste, der das eingibt. Die sind einmalig einlösbar. Ich könnte die selber eingeben, aber brauche ich nicht. Ich gebe das lieber an euch. Wenn jemand dann gratis Glücksei bekommt und Rauch, freut er sich bestimmt. Ich habe wahrscheinlich noch 3 Stück vom NetGhost. Die werde ich irgendwann auch mal irgendwo verteilen. Vielleicht in der Raider Mittwoch-Folge wieder ein oder so, keine Ahnung. Der ist jetzt aber von Miku. Danke an Miku, danke an Genaya. Wie gesagt, macht halt kurz Pause, schreibt euch den ab, gebt den ein irgendwie. Bei Android ist es, bei iOS ist es natürlich wieder schwieriger. Da müsst ihr hier über den Niantic Rewards Link irgendwie hin und müsst das dort eingeben und dann
auf jeden Fall alles kompliziert. Wir wollen jetzt hier aber die Sachen abholen, die wir von der Forschung haben. Erstmal gab es ja hier unten eine Sammlerherausforderung, wo ihr die ganzen Pokémon sammeln musstet, fangen musstet, auch entwickeln musstet. Da gibt es 1000 Staub, 2000 Erfahrungspunkte und es erscheint ein Rockara. Das ist eigentlich cool. Wenn wir jetzt hier einfach draufhauen, damit es nicht so lange dauert, machen wir jetzt auch überall den Schnellfangtrick und bewerten danach. Dann war ja hier diese Schlüpfherausforderung, da musstet ihr wirklich 7 Kilometer Eier brüten, 4 verschiedene Pokémon, damit ihr hier 30.000 Erfahrungspunkte kriegt und 10.000 Staub, also bekommt, schon wieder Rockara. Das ist auch schön, das nehmen wir auch mal mit hier, dieses Rockara. Da gibt es so hohe Belohnungen, weil das natürlich schwieriger war, in der kurzen Zeit vom Event wirklich so viele 7 Kilometer Eier zu brüten, dass man alle hat. Da kann man doch Pech haben, dass man gar nichts kriegt. Das Event dauert eh nur noch 1 Tag und 9 Stunden. Das ist also nicht so viel Zeit. Jetzt müssen wir hier, sollte man ja auch Staub sammeln, hier noch das ganze Zeug abholen. Fang an mit einem Wommel, was ja jetzt neu als Shiny da war. Ist nicht mal drin geblieben, das heißt, wir müssen es nochmal abholen. Ne, jetzt ist es auf einmal weg. Gut, Wommel ist weg. Wommel hat sich in Luft aufgelöst. Hier haben wir Flauschling. Der hat angeblich eine erhöhte Shiny-Rate jetzt im Feen-Event. Parfi hat angeblich auch eine erhöhte Shiny-Rate im Feen-Event. Jetzt steht wieder da abholen. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir einfach in den Kreis treffen. Dann klappt es auf jeden Fall besser. Jetzt bin ich wieder hier drüben gelandet. Es ist immer noch nicht drin. Wir versuchen es nochmal. Man steht schon wieder unter Zeitdruck. Weil wir müssen sehen, dass wir auch heimkommen. Wir müssen sehen, dass ich das Video noch fertig mache. Wir müssen sehen, dass der Teppich noch da ist. Wir müssen sehen, dass wir nicht so lange rumstehen. Wir müssen sehen, dass der riesige Flauschling wahrscheinlich kein Showcase-Material ist. Weil irgendwie nur Gardevoir Punkte bringt, weil das halt von der Größe her größer ist als alles andere. Also das ist bisher der dümmste Showcase, den wir je hatten. Ich fand es immer gut, wenn ein Event ist, ein bestimmtes Pokémon erscheint vermehrt, du fängst das und dann das Größte, was du so gekriegt hast in der Zeit, packst du mit den Showcase rein. Jetzt setzen alle Xerneas rein, die sie vor 100 Jahren gefangen haben. Und Leute, die jetzt nur im Event fangen, die haben halt keine Chance, weil selbst das größte und beste Flauschling in XXL hat keine Chance gegen ein ganz kleines Xerneas. Es ist leider so, hier ist noch ein Parfi drin, schmeißen wir auch noch mal einen Ball drauf. Ich weiß nicht, was das immer ist, es zeigt immer an, dann ist es doch auf einmal weg. Also es ist gefangen, aber irgendwie nicht, aber auch irgendwie doch. Jetzt möchte ich gerne die Endbelohnung, da gibt es nämlich auch noch ein Sternstück. Und 6.000 Erfahrungspunkte plus noch ein Rockara. Jetzt haben wir alle Dinger fertig und möchten die jetzt noch bewerten. Und bei diesem Rockara haben wir angefangen. Wir bewerten das jetzt noch kurz durch. 2 Sterne, 3 Sterne, das sieht relativ gut aus. Hier haben wir nochmal 2, 3, 3, 15, 15, okay. Hier 3 mit 15 Angriff zumindest. 2, das ist das XXL. Dann haben wir hier nochmal 3 Sterne, hier haben wir nochmal 2 Sterne, hier haben wir 2 Sterne, hier haben wir 3 Parfi, aber das ist auch alles Müll, mache ich nichts mit. Das Rockara sieht auch gut aus, aber ich glaube für die Superliga bräuchtest du schon 100er wahrscheinlich. Das ist also das Interessanteste, was ich jetzt hier bekommen habe. Und wenn ich jetzt nochmal auf Showcase gehe und will gucken, dass ich hier meinen 2. Platz vielleicht austausche gegen irgendwas anderes, das endet auch morgen, habe ich nichts, was drüber ist. Dieses Flauschling hier mit 330 Punkten müsste das XXL sein, aber es ist wertlos. Es ist halt wirklich wertlos. Die anderen Pokémon sind nicht mal XXL, die sind aber halt einfach größer. So, ich weiß nicht, von wem die Forschung war. Ich werde es wahrscheinlich nie rauskriegen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und nach dem Outro zeige ich euch noch den Teppich im Kofferraum. Damals den Teppich geholt und haben dann gleich ausgerollt hier aufs Auto drauf. Ach, ist das lustig. Nein, das ist keine Ahnung, was das ist. Ein Quatsch. Das ist ein Quatsch. Das stand hier rum und das ist jetzt hier. Das ist der Teppich. Guck dir den an. Die eine Verkäuferin hat eine fast in die Fresse bekommen. Also ins Gesicht. Die kam da aus der Tür rausgelaufen. Der Teppich kam auf sie zu und dann Jonas? Jonas? Wie der jetzt da reinkommen soll, ich habe keine Ahnung.
So, Problem gelöst. Ihr wisst, safety first. Jetzt müsst ihr die Klappe nur noch zumachen. Und dann würde ich sagen, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Perfekt, das Auto raucht Dübel.